Was? Das gibt's doch nicht. Laut Einstellungsmenü steckt das Teil wirklich voller High-End-Ausstattung. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei CT. Wish. Das ist so eine schrottige Shopping-Plattform, dass ihr die wahrscheinlich vor allem von den Wenn man XY bei Wish bestellt Memes kennt, die auch, muss man sagen, auch oft ziemlich lustig sind. Aber das sind ja nicht nur Memes, sondern das ist ja wirklich eine Shopping-Plattform. Neulich habe ich da mal ein bisschen rumgeguckt und dann ist mir gleich so ein Smartphone für 112 Euro ins Auge gefallen, nämlich das Huawei, nicht Huawei, sondern Huawei mit 2V, Mate 40 Pro, was natürlich ein Rip-Off des echten Huawei Mate 40 Pro ist. Aber da ist zum Beispiel das Leica mit K geschrieben statt mit C und ich fand auch dieses Olivgrün ziemlich cool, dass so mein Shopping-Clickfinger schon so ein bisschen gezuckt hat. Und so ein 7,3 Zoll Left-Digging-Screen, den will man ja schon haben. Und 50 Millionen HD-Kameras, das ist auch schon ziemlich cool. Vor allem mit Rubik's-Würfel-Technologie. Nee, ernsthaft. Mir ist natürlich klar, dass bei Wish gefakte Handys verkauft werden. Ganz YouTube ist ja voll davon. Aber ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht ja, so ein ganz paar Sachen vielleicht doch so sind, wie sie da angeboten werden. Also zumindest der Prozessor. Das ist ja so ein MediaTek 6889. Und MediaTek baut halt die Chips für so billige China-Handys. Deswegen habe ich gedacht, ah, vielleicht ist der da wirklich drin. Dass hinter diesen ganzen Kameras, dass da keine Kameras dahinter stecken, dass das Display nicht so toll ist. Das ist mir alles schon klar. Aber ich habe gedacht, dass ein paar Sachen stimmen. Was mir auch so ein bisschen mehr Hoffnung gegeben hat, dass das Ding aus Deutschland geliefert wird. Ich dachte so, aus Deutschland, ja, ist es dann ein bisschen sicherer. Ich habe es also bestellt und 2 Tage später hatte ich es auch schon da. Ja, und tatsächlich ist das Paket aus Deutschland gekommen. Sehr aufschlussreich, Online-Seller steht drauf. Die Adresse in Bremen existiert übrigens nicht. Ja, Smartphone. Mate 45 Pro Plus, 5 mehr als das normale Mate 40, nicht schlecht. Und dann fällt direkt auf, wie lahm das Teil ist. Wenn man den Einschaltknopf drückt, dauert es über eine Sekunde, bis das Teil aus dem Standby aufwacht. Schnell ist dagegen der Fingerabdrucksensor, den das System anzeigt. Aber, ja, ihr seht selbst, komplett fake. Hä, was? Das gibt's doch nicht. Laut Einstellungsmenü steckt das Teil wirklich voller High-End-Ausstattung. 512 GB Flash-Speicher, 12 GB Scharfbock, damit ist wohl RAM gemeint, und der dicke Octa-Core-Prozessor. Alles drin, wie beworben. Also irgendwas kann da nicht stimmen. So lahm das Teil, trotz des angeblich schnellen Chips. Also starte ich AIDA64, das ist ein Analyse-Tool, was wir häufig bei CT verwenden, um in Handys reinzugucken. Und auch AIDA zeigt die vom Händler versprochenen Innereien an. Ich habe dann noch ein paar andere Analyse-Tools ausprobiert und auch die sagen, alles in Ordnung. Und dann habe ich das Tool gestartet, das mein Kollege Jörg Wirtkin für die CT Smartphone-Tests entwickelt hat. Und siehe da, stimmt alles doch nicht. Da ist Android 8 drin statt des versprochenen Android 10. Da ist ein Llama Spreadtrum 4-Kern-Prozessor drin statt dem 8-Kerner. Es gibt nur 1 GB RAM statt der versprochenen 12. Es gibt nur 8 GB Flash-Speicher statt der versprochenen 512. Das Display hat nur 480x960 Pixel. Die Kamera hat nur 1,9 Megapixel statt 50. Und jetzt guckt euch mal bitte an, wie schrecklich die Fotos von dem Teil aussehen. Zum Vergleich, hier mal das gleiche Bild von einem halbwegs aktuellen Handy. Selfie-Kamera vorne, mindestens genauso schlimm. Warum das so schrecklich aussieht, zeigt ein Blick in die Metadaten der Fotos. Das ist Technik von vor 10 Jahren, beziehungsweise mindestens 8 Jahren, denn schon seit 2013 heißt der Chip-Hersteller nicht mehr Spreadtrum. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie kann das sein? Wieso zeigen die Systemeinstellungen des Smartphones die falschen Sachen und sogar die meisten Analyse-Tools, die wir ausprobiert haben? Fragen wir doch einfach mal Jörg. Also nach dem bisherigen Kenntnisstand werden einige Apps verarscht. Die kriegen zwar die richtigen Daten geliefert, aber der Displaytreiber erkennt diese Apps und patcht dann falsche Daten da rein. Und das geht eben nur bei den Apps, die die chinesischen Fälscher dann auch als System-Apps erkannt haben und berücksichtigen. Ah, okay. Deswegen, das ist auch das, was ich gesehen habe, dass die bekannteren Apps wie AIDA64, dass die falsche Sachen anzeigen und die unbekannteren Apps, wie zum Beispiel die, die wir bei uns im Ressort benutzen, die von dir entwickelt worden ist, die zeigt richtige Sachen an. Das heißt, die App muss das erkennen. Ja,
Ganz genau. An drei Stellen scheint das System da einzugreifen. Bisher haben wir drei Stellen gefunden zumindest schon mal. Welche drei sind das? Das sind einmal diese Bildinformationen von Android selbst. Da steht die Android-Version drin. Dann ist es die Flash-Speichergröße. Und da haben die Entwickler sogar einen kleinen Fehler gemacht. Man kann da genau sehen, welche Apps gefälschte Werte untergeschoben bekommen und welche nicht. Und es sind auch noch die CPU-Takteinstellungen. Die sind tatsächlich auch nochmal gefälscht. Krass. Ja, sehr, sehr interessant. Danke, Jörg. Gerne. Puh, krass. Also, dass das Handy fake ist, damit hatte ich ehrlicherweise gerechnet. Aber dass die Fälscher so einen Aufwand betreiben, die Schrottausstattung zu verschleiern, das war mir neu. Machen die das womöglich, um bei Reklamationen behaupten zu können, wieso? Ist doch alles richtig, was wir behauptet haben? Steht doch alles in den Android-Einstellungen? Wir werden dem nachgehen und auch, was es mit dem deutschen Händler und der nicht vorhandenen Postadresse auf sich hat. Was ich außerdem noch wissen will, schnorchelt das Teil womöglich meine Daten ab und schickt die irgendwo nach China? Wir bleiben definitiv an dem Thema dran, im CT-Magazin und natürlich hier bei CT3003. Wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da, klickt die Glocke an, erzählt allen von diesem Channel. Ich würde mich freuen. Ich bin Keno und sag tschüss. Tschüss. Wie viel Schafbock braucht man eigentlich, damit so ein Handy schnell läuft? Keine Ahnung, mir reicht einer.